Abseitsgesellschaft. Wir haben uns heute hier versammelt, weil Skali und Stefan sich lieben. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn heirate. Wir passen so perfekt zusammen. Ja, sie versteht mich einfach. Früh morgens zusammen joggen gehen. Gemeinsam ausschlafen. Urlaub mit meinen Mädels. Urlaub mit meinen Freunden. Wir werden eine gut erzogene Tochter haben. Yeah, wir werden 5 wilde Jungs haben. Er wird mir helfen, mein Geld besser auszugeben. Ich glaube, ich sollte ihr von meinen Schulden erzählen. Ist das wichtig? Naja, immerhin werden wir ein gemeinsames Konto haben. Auf jeden Fall werden wir ein gemeinsames Insta-Profil haben. Muss ich meine Schwiegereltern mögen? Jemand, der meine Wäsche macht. Jemand, der meine Wäsche macht. Doppeltes Einkommen. Erfolgreicher Hausmann. Gesundes Essen. Endlich essen, was ich will. Hotelurlaub. Campen. Missionseinsatz. Skiurlaub. Blau-Rot. Schwarz-Gelb. Katze. Hund. McDonald's. Burger King. Familienauto. Motorrad. 3 Worte. Haus am Strand. 3 Worte. Wohnung in der Innenstadt. Machen das mehr als 3 Worte? Egal. Er ist so klug. Meinst du, Vögel wünschen sich, dass sie Hände hätten? Wir werden so glücklich sein. Wir werden so glücklich sein. Ich werde ein großartiger Ehemann sein. Was glückliche Paare wissen. Wir hatten jetzt vor kurzem, haben wir den 1. Mai gefeiert, den Tag der Arbeit frei. Ich weiß nicht, wie du ihn verbracht hast. Ich weiß nicht, was du an diesem Tag gemacht hast, ob du gegrillt hast, ob du Gemeinschaft mit deinen Lieben hattest, mit den Verwandten oder ob du dich einfach nur erholt hast, einen Tag mehr frei. Doch hier im Rhein-Sieg-Kreis wird gleichzeitig an diesem Tag auch ein Brauch gelebt, nämlich der Maibaum. So sieht einer aus, den ich mal jetzt einfach fotografiert habe. Der Maibaum, wann wird er gestellt? Eine Birke wird geschmückt mit Krepppapier, ein Herz wird dran gehängt und der Name der Geliebten wird draufgeschrieben. Und dieser Baum wird in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai an der Regenrinne am Haus der Geliebten angebracht. Und wenn sie aufwacht, ist sie absolut überrascht und freut sich, denn dieses Symbol hat eine Bedeutung: Ich liebe dich. Und entweder rätselt sie, wer das war, oder sie weiß es ganz genau. Vielleicht hat die ein oder andere auch am Montag einen Maibaum vor der Tür vorgefunden. Ich habe vor kurzem, vor ein paar Wochen, einen Zeitungsartikel genau zu diesem Thema gelesen. 2 relativ junge Jungs aus Bonn haben ein Geschäft aus dem Ganzen gemacht. Sie haben sich gesagt, okay, Leute wollen diese Tradition pflegen und wir wollen anbieten, den Maibaum zu besorgen, ihn zu schmücken, das Herz zu gestalten mit dem Namen, ihn zu liefern und anzubringen, alles für den gesamten Pauschalpreis. Und so organisieren sie Helfer, die dann nachts am 30. April umherfahren auf den 1. Mai und ja, diese Maibäume stellen. Und das Interessante war, dass in diesem Zeitungsartikel stand: Am 1. Mai ist das Geschäft noch nicht vorbei. Eigentlich werden am 1. Mai keine Bäume mehr verteilt, denn dann ist alles gelaufen. Sobald es morgen wird, ist das Ding vorbei. Aber die meinen, das Geschäft ist noch nicht vorbei. Warum nicht? Weil noch irgendwo ziellos Männer umherirren, die unbedingt einen Baum suchen. Warum? Weil die Freundin oder weil die Frau zu Hause sitzt, beleidigt, enttäuscht, dass es keinen Baum gab. Und die sind bereit, jeden Preis zu zahlen. Genau. An diesen Tagen der Liebe geht es nicht nur um Liebe, sondern die haben auch viel mit Erwartung zu tun. Glückliche Männer wissen das. Genauso gefällt es sich mit dem Valentinstag. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausspruch kennt: Schatz, wir schenken uns zum Valentinstag nichts. Und dann habe ich diesen einen Satz im Kopf, den ich mal im Internet gelesen habe: Be careful, it's a trap. Vorsicht, Falle. Denn sehr häufig kommt es dazu, dass man dann denkt, okay, wir haben abgesprochen, wir schenken uns nichts. Und dann steht meine Frau mit einem Geschenk da, als Überraschung doch mit einem Geschenk und ist vielleicht enttäuscht, dass ich kein Geschenk dabei habe. Am letzten Valentinstag war das noch, da stand ich im Lidl, habe mich mit einem Bekannten unterhalten und dann kam sein Arbeitskollege mit dem Einkaufswagen vorbei. Und er sagte zu ihm so: Hast du schon Blumen gekauft?
Und er sagte, nee, ich muss noch gleich Blumen besorgen. Und er ging an ihm vorbei, schaute ihn eindringlich an und sagte, vergiss das nicht. Vergiss das nicht, sonst... Also wir sehen, diese Tage der Liebe haben nicht nur mit Liebe zu tun, sondern auch für Männer mit viel Erwartungsdruck, Erwartung. Und letzte Woche ging es genau um dieses Thema, Erwartungen. Erwartungen. Wir alle haben eine Kiste, die wir mit uns mittragen. Da sind unsere Wünsche, Träume und Hoffnungen drin. Alles, was wir erlebt haben, wie wir geprägt wurden, all das, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen und gerade auch unsere Zukunft mit einem Partner, wie wir uns das Ganze vorstellen. Das Problem nur ist, wenn wir damit in die Ehe gehen, kann es dazu kommen, dass unser Partner von der anderen Seite her nicht Hoffnungen, Wünsche und Träume liest, sondern Erwartungen, die ich an ihn habe. Weil ich mir die Zukunft auf eine ganz bestimmte Art und Weise vorstelle. Was sind Erwartungen? Victor hat uns auch letzte Woche gezeigt, Erwartungen sind die feste Überzeugung, dass etwas in der Zukunft passieren wird oder ein Zustand erreicht werden soll. Wenn ich zum Beispiel etwas nachbilde von meinen Wünschen, Hoffnungen und Träumen, ich zum Beispiel wurde auf bestimmte Art und Weise erzogen. Jetzt bekommen wir ein Kind und ich habe meine Vorstellung, okay, so wie ich erzogen wurde, erziehe ich jetzt mein Kind, so erzieht man. Oder ich sage, genau so wie ich erzogen wurde, will ich niemals mein Kind erziehen. Dann habe ich auch eine feste Vorstellung und eine gewisse Erwartung, wie ich mein Kind erziehe. Und die trifft natürlich auf die Erwartung von meinem Partner, der auch seine eigenen Vorstellungen und Erwartungen mitbringt. Wenn wir in eine Beziehung oder in die Ehe eintreten, dann treffen diese Vorstellungen, diese Erwartungen aufeinander. Und dann beginnt Folgendes, es beginnt ein Ordnungswettbewerb. Wir müssen unsere Beziehung ordnen. Wir müssen schauen, wie organisieren wir vielleicht, wie gehen wir mit unserem Geld um, welches Auto holen wir, ja, wie viele Kinder haben wir und so weiter. Ja, wie ordentlich halten wir es zu Hause? All das beginnt in einen Ordnungswettbewerb. Und leider kommt es auch häufig dazu, dass es ein Überordnungswettbewerb wird. Wer kriegt mehr von sich in die Beziehung hinein? Wer setzt sich durch? Das ist dann wie so ein Tauziehen. Ja, Ich ziehe an meinem Seil, ich will meine eigenen Erwartungen, ich will meine Vorstellungen nicht loslassen und ich versuche, so viel wie möglich in die Beziehung von mir mit hineinzugeben. So viel wie möglich ich mit hineingeben, so wenig wie möglich ich verlieren, so viel wie möglich davon behalten. Und ich klammer mich daran und wir ziehen beide dran und schauen und beginnen, unsere Vorstellungen ja festzulegen. Und das Problem dabei ist, dass wir dann, müssen wir ja irgendwann zu Kompromissen finden. Und Kompromisse an sich sind ja super, aber es kann dazu kommen, dass sie, wenn wir Kompromisse schließen, einen Beigeschmack von Bedingungen, die ich erfülle, bekommen. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, wir machen das so, ich trage den Müll raus, du bist für das Essen zuständig, ich saug die Wohnung, ich wisch die Wohnung, du bist für die Kinder morgens zuständig, nach der Arbeit bist du für die Kinder zuständig. Wenn wir das alles ordnen und regeln, dann kann es dazu kommen, dass ich sage, okay, ich bringe ja den Müll raus, also ist es mein Recht, ein warmes Essen auf dem Tisch zu haben. Es ist mein Recht, es steht mir zu, du schuldest mir das, schließlich haben wir das ja so geordnet. Und es kommt zu einer Gläubiger-Schuldner-Beziehung. Das heißt, ich habe die Erwartung, mir fällt nur auf, wenn die Wäsche nicht gemacht ist. Mir fällt nur auf, wenn mein Partner zu spät von der Arbeit kommt. Mir fällt nur auf, wenn der Müll nicht rausgebracht ist. Mir fällt nur auf, wenn nicht gesaugt ist. Mir fällt aber nicht auf, wenn das Essen auf dem Tisch steht. Weil wenn ich jemandem Geld schulde, kann er mir kein Geld schenken, denn es gehört mir ja. Es steht mir ja zu, er muss es mir ja geben. Es ist ja nichts, wofür ich dankbar sein sollte. Und das erstickt die Liebe, das macht die Liebe in gewisser Weise kaputt oder unmöglich, Liebe zu geben. Denn Liebe gibt, Liebe schenkt. Und Victor hat uns auch letzte Woche damit reingenommen,
mit dem Thema, ich habe nichts zu erwarten. Nicht im Sinne von, ach, beim anderen habe ich nichts zu erwarten, da kommt eh nicht viel, sondern ich muss meine Erwartungen runterschrauben. Ich muss sagen, es ist nicht selbstverständlich, auch wenn wir das so geordnet haben, dass da warmes Essen auf dem Tisch steht. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Müll rausgebracht ist, denn das erzeugt Dankbarkeit und das erzeugt Wertschätzung und das erzeugt ein Gefühl davon, geliebt zu werden. Doch wie ging Jesus mit diesem Thema um? Das ist die Frage heute. Wie ging Jesus mit diesem Thema um? Was können wir von ihm über diese ganze Problematik lernen? Jesus sagte zu seinen Jüngern beim letzten Abendmahl: So gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander. Und den Jüngern war klar, ein neues Gebot, so wie die 10 Gebote oder die Gebote aus dem Alten Testament, kann nicht irgendwer geben, sondern kann nur Gott geben. Ihnen war vollkommen klar, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Gott, der ein Mensch geworden ist, in menschlicher Gestalt. Und er gibt ihnen jetzt ein neues Gebot. Er sagt, liebt einander. Und ich kann mir die Jünger vorstellen und sagen, du hast gerade gesagt, neues Gebot. Das kennen wir schon aus den Schriften, das steht schon im Alten Testament. Das ist doch klar und Jesus sagt, nein, stopp, so wie ich euch geliebt habe. Nicht so, wie ihr euch Liebe vorstellt. Nicht deine Erwartung von Liebe, nicht deine Vorstellung von Liebe, sondern so, wie ich es vormache, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Ich weiß nicht, was deine Vorstellung von Liebe ist, woher deine Vorstellung von Liebe geprägt ist und was du von Liebe erwartest, wie für dich Liebe aussieht, auch in der Beziehung. Aber häufig ist dahinter sehr viel Selbstsucht versteckt und nicht Selbstlosigkeit. Unsere Liebe ist vielleicht geprägt von Disney-Filmen, von Hollywood, Serien, Filme, Romanen, von verschiedenen Dingen, so wie Liebe auszusehen hat. Jesus sagt, wir sollen so lieben, wie er uns geliebt hat. Und das haben die Schreiber des Neuen Testaments als Grundlage genommen. Wenn wir im Neuen Testament lesen, dann steht häufig, ihr sollt so und so miteinander umgehen, weil Jesus so und so mit seiner Gemeinde umgeht. Jesus hat das und das für uns getan, also tut auch ihr das und das einander. Und wir wollen uns so einen Vers anschauen. In Philipper Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, er verzichtete auf alles. Wörtlich steht hier, Jesus hielt es nicht wie einen Raub fest, in göttlicher Gestalt zu sein. Jesus klammerte sich nicht daran, in göttlicher Gestalt zu sein. Ich habe ja schon gesagt, Jesus ist Gott. Das heißt, Jesus hat schon gelebt, bevor er geboren wurde. Denn er ist Gott, der Mensch geworden ist. Und es gab irgendwann vor Weihnachten diesen Punkt, wo Jesus entschied, Mensch zu werden. Und es war sein absolutes Recht, in göttlicher Gestalt zu sein. Er war davor in dieser göttlichen Dreieinheit, in perfekter Liebesbeziehung. Er hat niemanden anders gebraucht. Es war nicht so, dass er mehr brauchte, dass er das unbedingt wollte. Er ist in der perfekten Beziehung gewesen. Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist in der absolut erfüllenden, perfekten Beziehung. Und für ihn ist es ein Downgrade, also eine Hinabstufung, ein Mensch zu werden. Vor allem, weil in göttlicher Gestalt hat er absolut Freiheiten. Er lebt in einer höheren Dimension, er kann sich mehr bewegen als wir. Er hat mehr Kraft, mehr Macht, ihm sind keine Grenzen gesetzt. Doch als Mensch ist er begrenzt. Diese Dimension, Raum und Zeit, er wird sterblich und er kann Schmerzen empfinden, er hat Gefühle. Und Jesus hielt sich nicht an diesen Rechten fest. Und es waren seine Rechte. Es waren nicht so wie bei uns vermeintliche Rechte. Es ist mein Recht, dass da warmes Essen auf dem Tisch steht, so, obwohl es gar nicht mein Recht ist, sondern es waren seine Rechte.
Es waren seine Rechte, dass die Menschen ihn verehren, die ihn verlassen haben, die in Sünde weggelaufen sind. Und sie waren selber schuld, dass sie eines Tages gerichtet würden. Wir waren selber schuld. Und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn Jesus, so wie ich manchmal in der Ehe wäre und sagen würde, das steht mir aber zu, das möchte ich aber nicht sein lassen. Du bist doch selber schuld, dass du da reingekommen bist. Du bist doch selber schuld, dass du da reingegangen bist. Ich will das nicht aufgeben. Jesus hat dieses Seil einfach losgelassen, weil er gesehen hat und gesagt hat, die Menschen brauchen meine Hilfe. Auch wenn sie nicht zu mir wollen, vielleicht kann ich einige von ihnen retten. Und dafür muss ich Mensch werden. Ich muss mich begrenzen, ich muss sterblich werden. Und ich weiß nicht, wie eure Vorstellung von Weihnachten ist. Meine Vorstellung war immer, Jesus war in göttlicher Gestalt. Dann hat er sich begrenzt, ist Mensch geworden. Dann ist er hinabgegangen bis zum Tod am Kreuz, ist auferstanden, ist hoch zum Vater und jetzt ist er wieder in göttlicher Gestalt. Bis mir irgendwie aufgefallen ist, irgendwann in der Bibel steht das gar nicht so klar drin. Ist Jesus jetzt wieder in göttlicher Gestalt oder in menschlicher Gestalt? Denn als Jesus auferstand, hat er einen Auferstehungsleib, so wie wir ihn haben werden, wenn wir eines Tages auferstehen. Er hat gegessen, nichts ist durchgerutscht durch seinen Körper. Er hat gezeigt, er ist wie ein Mensch. Aber die Frage ist, ist er auch ein Mensch geblieben, ein auferstandener Mensch, der in der Ewigkeit ist, um uns dorthin zu bringen, und bleibt er für immer in menschlicher Gestalt, damit er als Hohepriester uns zum Vater bringt? Und das hat für mich, dieser Gedanke hat für mich dieses Opfer an Weihnachten, Mensch zu werden, noch größer gemacht. Dass er sich wahrscheinlich für immer begrenzt hat. Der Gedanke war für mich neu. Und er hat nicht nur auf seine Rechte verzichtet, sondern als er Mensch wurde, nahm Jesus die niedrige Stellung eines Dieners an. Wir können wieder zurückgehen in den Raum, wo Jesus mit seinen Jüngern ist, am letzten Abendmahl. Und dort ist er ergriffen von Liebe, steht dort, weil er an seine Jünger denkt, dass er bald zum Vater geht, dass es bald soweit ist, er am Kreuz sterben wird für unsere Schuld. Und in diesem Moment möchte er den Jüngern etwas zeigen. Und er legt seine Gewänder ab, alles, zieht sich eine Schürze an, nimmt sich Wasser und fängt an, seinen Jüngern sich zu beugen, hinabzubeugen und ihnen die Füße zu waschen. Die dreckigen Füße, mit denen sie draußen noch in Kamelkacke getreten sind wahrscheinlich. Und er fängt an, ihnen die Füße zu waschen und die Jünger sind absolut perplex. Und Petrus sagt sogar, nein, du bist Gott, das darfst du nicht machen. Und Jesus sagt, wenn ich dir nicht diene, wenn ich dir nicht die Füße wasche, kannst du keinen Teil mit mir haben. Jesus sagt, ich muss hinabgehen. Ich muss mich demütigen. Ich muss ganz nach unten gehen, um euch da rauszuholen, um euch von der Sünde zu befreien. Und Jesus wurde nicht nur ein Diener, der sich uns in Liebe zuwendet, der schaut, was brauchen wir? Wie bedürftig sind wir? Wie kann er uns helfen? Und bereit ist, ganz tief zu gehen. Er geht sogar bis in den Tod, was wir heute feiern. Er stirbt am Kreuz. Er nimmt die Sünde, die er so sehr hasst, auf sich. Er geht in den Tod hinab, den er so sehr hasst, und bricht ihn von innen auf, um uns zu erlösen, um uns zu erlösen. So tief geht er. Und Paulus schreibt hier davor, einen Vers davor, das, was wir gerade gehört haben, so wie Jesus gehandelt hat, so sollen wir miteinander umgehen. Und zwei Verse davor sagt er, wie das aussehen soll. Und ich finde, dass das sehr viel für Beziehungen spricht, zu Beziehungen spricht. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich soll den anderen höher achten als mich? Ich soll seine Wünsche, Hoffnungen und Träume
höher achten als meine? Ist er dann mir nicht überlegen und bin ich ihm dann nicht unterlegen? Es geht hier nicht um Überlegene und Unterlegene in einer Beziehung. Das hat mit Wertigkeit zu tun. Und das ist letztendlich auch keine Liebe, wenn ich alles für meinen Partner tue, weil ich mich unterlegen fühle, weil ich mich nicht so viel wert fühle wie mein Partner, weil meine Eifersucht unglaublich groß wird, weil ich Angst habe, meinen Partner zu verlieren und aus Angst alles für ihn tue, aus Angst seine Wünsche, Träume und Hoffnungen erfülle. Das ist eigentlich auch nur letztendlich, weil ich Angst habe oder weil ich Angst vor Stress habe oder weil ich meine Ruhe haben will, weil ich sage, ich will nicht, dass wir Stress miteinander haben, Streit miteinander haben, deswegen tue ich alles, was er möchte. Das ist die Strategie, die Viktor letzte Woche beschrieben hat mit Anpassung. Und die ist keine Liebe, sondern den anderen höher zu achten als mich selbst, ist freiwillig. Ich entscheide es. Ich bin genauso viel wert wie der andere. Ich entscheide, den anderen mit seinen Wünschen, Träumen und Hoffnungen höher zu achten als mich selbst. Mal zu schauen, okay, was ist mal in deiner Kiste drin? Was ist dir wichtig? Wie bist du aufgewachsen? Ich fange quasi an, ja, nicht mehr in der Beziehung über dem anderen stehen zu wollen, mehr zu sehen zu sein, mehr ich in unsere Beziehung reinzubringen, sondern ich fange an, den anderen höher zu setzen und zu sagen, ich möchte dich in unserer Beziehung mehr nach vorne bringen. Diese Haltung ist das. Es geht hier um ein freiwilliges Loslassen. Meine Aufgabe ist es nicht, mich durchzusetzen, sondern den anderen zu lieben. Und das heißt auch nicht, dass ich alles machen muss, was er sagt, dass ich alles erfüllen muss, was er an Wünschen, Träumen und Hoffnungen hat, aber es heißt, dass ich ihn liebe und schaue, was braucht er, was ist wichtig, was kann ich ihm geben. Dann wird aus einem Überordnungswettbewerb, so wie Jesus sagt, Paulus sagt, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern ich schaue jetzt, hör auf mich zu schauen, hör auf für mich zu kämpfen die ganze Zeit, sondern ich fange an, auf den anderen zu schauen. Ich fange an, auf den anderen zu schauen und was er braucht. Und dann wird aus einem Überordnungswettbewerb ein Unterordnungswettbewerb. Und der Unterordnungswettbewerb sagt nicht, es ist mein Recht, sondern der Unterordnungswettbewerb sagt, es ist mein Vorrecht. Es ist mein Vorrecht, dir dienen zu dürfen. Es ist ein Privileg. Es ist was Besonderes. Ich darf dich nach vorne bringen. Es ist ein kompletter Wechsel der Haltung. Das heißt nicht, wie gesagt, dass ich dem anderen unterlegen bin, sondern es heißt, dass ich mich ein bisschen mehr zurücknehme und ich mich jetzt dem anderen zuwende und ihn nach vorne bringe. Es geht nicht mehr darum, sich mehr durchzusetzen, mehr zu behaupten, wer verliert weniger, sondern wenn es gegenseitig ist, wer kann mehr geben, wer kann mehr schenken, wer kann den anderen mehr sehen. Denn wenn beide dieses Prinzip leben würden, dann wird das Paar glücklicher, denn Selbstlosigkeit macht erwiesenermaßen glücklicher, den Geber sowie den Beschenkten genauso. Denn er fühlt sich dann wirklich geliebt. Was wissen glückliche Paare? Was wissen glückliche Paare? Sie wissen einmal, du schuldest mir nichts. Und die Betonung liegt auf dem Verb, du schuldest mir nichts. Ja, auch wenn wir das so abgemacht haben, auch wenn ja, der andere vielleicht sich an manche Sachen nicht hält, trotzdem, du schuldest mir nichts. Ich bin dankbar, ich sehe, was du tust. Ich wertschätze, was du tust. Und ich gebe alles. Betonung auf dem Verb geben. Freiwillig. Ich tue es von mir aus. Aus keinem selbstsüchtigen Motiv, sondern ich tue es für dich. Ich gebe dir. Aber wie kann ich den anderen jetzt höher achten als mich selbst? Wie kann das aussehen? Ich bin ja in diesem Wettbewerb noch. Ja, und versuch, möglichst viel zu mir zu ziehen. Und es hilft nichts. Irgendeiner muss einfach mal loslassen. Irgendeiner von beiden muss einfach mal loslassen.
Und vielleicht denkst du, ja, aber was ist, wenn der andere dann sagt, genial, ich ziehe alles zu mir, ich setze mich komplett in der Beziehung durch. Was ist, wenn ich zu kurz komme? Was ist, wenn der andere mich überfährt? Was ist, wenn nur noch seine Wünsche, Träume und Hoffnungen in der Beziehung Raum finden? Es hilft nichts. Wir müssen anfangen, damit sich was verändert. Denn es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, den anderen zu sehen. Es ist eine Haltung, mich nach dem anderen auszurichten. Und wir müssen das nicht nur machen, weil wir sagen, okay, gut, ich lasse dieses Seil los, aber du wirst ja später auch loslassen, ne? Du wirst ja später auch auf mich zukommen und dich um meine Wünsche, Träume und Hoffnungen kümmern, ne? Um meine Box, ne? Also, ich lasse jetzt los. Oh, 3 Tage sind vorbei. Nee. Du hast dich nicht um mich gekümmert, also nehme ich es wieder an. Es geht um einen Haltungswechsel. Das Ziel darf nicht sein, okay, der andere muss nachkommen, sondern ich mache das aus meinen Stücken. Ich fokussiere mich wirklich auf den Partner und ich mache daraus keine neue Erwartung. Dann kann sich die Dynamik ändern. Probier es einfach mal aus. Lass einfach mal das Seil los. Fang an, deinen Partner in den Fokus zu nehmen. Dafür ist es wichtig, dass ich beim anderen in die Box schaue. Wenn ich ihm jetzt anfangen will zu dienen, dann mache ich das ja so, wie ich es kenne. Also ich tue ihm Gutes, was gefällt mir, das tue ich dir. Es kann aber sein, oder nicht, es kann sein, es ist so, der Partner ist anders. Der Partner ist anders als ich. Er schaut durch eine andere Brille, hat andere Wünsche, Hoffnungen, Träume, er hat andere Erlebnisse, andere Erfahrungen, die ihn geprägt haben. Und es ist mal wichtig, mal seine Box zu nehmen und mal reinzuschauen, was ist denn bei ihm so alles drin? Was ist meinem Partner wichtig? Was wünscht sich mein Partner? Wovon träumt er? Was hofft er? Ja, wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich ihn lieben? Was davon kann ich ihm vielleicht geben? Viele Sachen vielleicht auch nicht, aber was davon kann ich ihm vielleicht geben? Reinzuschauen in die Kiste ist wichtig, weil der andere anders ist als ich, nicht so wie ich. Aber wie kann ich in diese Kiste reinschauen? Der Schlüssel ist Kommunikation, miteinander reden. Denn jeder von uns hat quasi innerlich so eine Mauer innen drin. Und jeder entscheidet, was lässt er hinter dieser Mauer, wie ich wirklich empfinde, über unsere Beziehung zum Beispiel, den Alltag und was lasse ich vor die Mauer, was der andere sieht. Und wenn man oft nicht miteinander geredet hat, wenn man lange nicht mehr miteinander kommuniziert, und zwar ehrlich, schonungslos, dann kann es passieren, dass es zu vielen, vielen Missverständnissen kommt. Meine Frau und ich haben uns mal so ein Ritual überlegt, einmal in der Woche mit dem anderen über die Beziehung zu reden. Einmal in der Woche zu sagen, was schätze ich an dir? Punkt 1, aber Punkt 2, was nervt mich an dir? Das ist interessant, mal freiwillig zu hören, okay, was nervt dich an mir? Denn das Problem ist, im Streit greift mich das ja an, kann mich auch bei dem Gespräch angreifen, wenn ich höre, was den anderen an mir nervt. Aber wenn ich es schaffe, darauf nicht zu reagieren, es bis zum nächsten Tag zu verdauen und mitzunehmen, dann kann ich daraus auch das filtern, was in der Box des anderen ist, was hinter seiner Mauer ist, was er wirklich fühlt, wie er wirklich unsere Beziehung empfindet. Es ist eine Chance zu hören, was denkt er wirklich, was stört ihn wirklich, was gefällt ihm wirklich. Und vielleicht kann ich das ein oder andere ganz leicht ändern, aber ich muss da drankommen. Und wenn wir nicht darüber sprechen, dann wird das totgeschwiegen und wächst hinter der Mauer. Deswegen ist es wichtig, ab und zu auch mal miteinander zu reden. Und dann kann ich meinem Partner auch dienen auf seine Art und Weise. Nicht auf meine Art und Weise, auf seine Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch 5 Sprachen der Liebe kennt. Dieses Buch geht von der Annahme aus, dass jeder Liebe anders empfindet und jeder eine andere Art von Liebe braucht,
um sich geliebt zu fühlen, um seinen Liebestank zu füllen. Da gibt es zum Beispiel die Sprache der Hilfeleistung. Also wenn jemand mich unterstützt, dann fühle ich mich geliebt. Oder Zweisamkeit, ich fühle mich geliebt, wenn wir viel zusammen unternehmen, Gemeinschaft haben. Zärtlichkeit, ich fühle mich geliebt, wenn wir uns in den Armen liegen. Anerkennung, ich fühle mich geliebt, wenn ich quasi bewundert werde oder gelobt werde. Geschenke, ich fühle mich geliebt, wenn ich Geschenke bekomme. Und das Interessante ist, dass in diesem Buch diese Annahme ist, wenn ich mit meiner Liebessprache komme, okay, ich habe die liebe Hilfeleistung und ich unterstütze die ganze Zeit meine Frau, dann findet sie das vielleicht toll, es ist was Schönes, aber es ist nicht das, was ihren Liebestank füllt. Sondern ihr füllt vielleicht der Liebestank die Anerkennung, wenn ich sie lobe. Aber wenn ich das weiß und merke, was das für eine Auswirkung hat, dann kann ich sie auf ihre Art und Weise lieben. Dafür muss ich mein Gegenüber kennen. Dafür muss ich in seine Box schauen, hinter seine Mauer schauen. Aber wie kann ich dafür sorgen, dass der andere mir nichts schuldet? Wie kann ich ihm das Gefühl geben, dass der andere mir nichts schuldet? Ich weiß nicht, ob ihr diese Erwartung kennt. Viele Menschen gehen in diese Erwartung in der Beziehung, ach, ich werde endlich glücklich. Der andere wird mich glücklich machen. Gerade in dieser verliebten Phase. Oh, ich habe Frühlingsgefühle, alles ist so schön. Und dann kommt der Alltag. Und dann ist das erste Jahr, das zweite, das dritte Jahr vorbei. Und man merkt, der andere kann mich gar nicht glücklich machen. Der andere hat gar nicht die Fähigkeit dazu. Und wir müssen anfangen, Verantwortung für unser eigenes Glück zu übernehmen. Und das nicht auf unseren Partner zu übertragen. Selber zu schauen, was ich tun kann, damit ich glücklich bin. Und nicht die ganze Last auf meinen Partner zu legen. Er schuldet es mir nicht, mich glücklich zu machen. Seine Aufgabe ist es, von Gott her, mich zu lieben. Aber das ist ja, hat nichts mit meiner Erwartung zu tun. Ich muss mich darauf konzentrieren, meine zu erfüllen, meinen Partner zu lieben. Aber nicht ihn in allem glücklich zu machen. Das ist nicht die Aufgabe und das können wir auch gar nicht. Als ich meinen Rettungsschwimmer gemacht habe, um in der Schule Schwimmen unterrichten zu dürfen, da gibt es einen Fakt, den man tun muss, wenn Leute ertrinken. Wenn Leute ertrinken und ich dorthin schwimme, darf ich ihnen nicht zu nahe kommen. Ich muss einen Abstand von 2-3 Meter halten und warten. Und diese Person schreit und will zu mir und sie will unbedingt, hat Todesangst, Todeskampf zu kämpfen. Aber was kann passieren, wenn ich ihr zu nahe komme? Wenn ich ihr zu nahe komme, kann es passieren, dass sie sich verkrampft. Und zwar mit einer Kraft, die jemand hat, der um sein Leben kämpft. Dass er mir den Hals abschnürt, dass er meine Arme blockiert und wir beide ertrinken. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Das heißt, ich muss einen Abstand von 2-3 Metern halten, auf mich achten. Denn wenn ich nicht auf mich achte, kann ich den anderen nicht retten. Und wenn er bewusstlos wird, müde wird, dann kann ich hin, ihn schnappen und mit ihm zum Ufer schwimmen. Denn dann ist er ruhig, dann verkrampft er nicht, dann blockiert er mich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht musst du auch mal auf dich achten, um überhaupt etwas geben zu können. Vielleicht bist du ausgebrannt, ausgelaugt, weil du immer gibst. Und du achtest nicht auf dich selbst und kannst gar nicht mehr geben. Dann müssen wir vielleicht auch mal zur Ruhe kommen, schauen, wie kann ich auftanken, wie kann ich wieder dahin kommen, dass ich dem anderen etwas geben kann. Vielleicht heißt das auch, dass ich mal wieder mit der stillen Zeit anfange, mal wieder Zeit mit Gott verbringe, mal wieder meine Beziehung mit Gott pflege, damit ich Kraft habe, dem anderen etwas zu geben. Aber die Frage ist, wenn ich mich jetzt so sehr auf die Box des anderen konzentriere, was ist dann mit meiner Box? Wo soll ich mit meinen unerfüllten Träumen, Wünschen und Hoffnungen hin? Was kann ich damit tun? Und damit wollen wir uns in der nächsten Predigt, nächsten Sonntag befassen, mit dem Thema, es gibt eine Lösung für meine unerfüllten Wünsche, Träume und Hoffnungen. In diesem Sinne, seid wieder dabei, wenn es nächste Woche heißt, was glückliche Paare wissen.